Herzlich willkommen hier im Schweißer Campus. Basic Tutorial Max Schweißen mit dem Thema Safety. Safety heißt, wir wollen uns schützen beim Schweißen. Was brauchen wir alles dann dazu? Komm mal ein bisschen näher. Wir fangen einfach mal hier an mit unseren Arbeitsschuhen. Arbeitsschuhe, das heißt, das sind S3 Arbeitsschuhe oder Sicherheitsschuhe. Starke Sohle, hier in der hohen Ausführung knöchelbedeckt mit Schnürsenkel. Und für die erfahrenen Schweißer wissen wir auch, es gibt auch Stiefel, die keine Schnürsenkel haben, weil die verbrennen recht schnell. So, beim Schweißen ist es ziemlich warm, da kommen Schweißspritzer auf einen zu. Da brauchen wir eine gute, passende Kleidung. Die Kleidung muss schwer entflammbar sein. Das heißt, die Schweißspritzer, die hier drauf fallen, dürfen sich nicht durchbrennen und auf unsere Haut landen und dass wir dann uns hier verbrennen. Da wir beim Schweißen unsere Hände benutzen, gibt es auch dicke Handschuhe, also dicke Lederhandschuhe in einer sehr groben Ausführung, die wir dann zum Max-Schweißen benutzen. Die schützen uns vor Hitze und auch vor den Schweißspritzern, sowie auch vor der enormen Strahlung, die wir da haben. Ja, Strahlung ist das nächste Thema. Wir haben eine hohe UV-Belastung. Wir haben auch ziemlich helles Licht. Da können wir, als wenn wir jeden Tag in die Sonne gucken würden, das können wir eigentlich gar nicht schaffen. So, da brauchen wir ein bisschen Schutz, ähnlich wie eine Sonnenbrille, nur wesentlich stärker. Die Sonnenbrille ist hier in unserem Glas drin. Das ist hier so ein Verdunklungsglas. Und fangen wir mit dem ersten Utensil an. Das ist hier ein Handschirm. Warum heißt der Handschirm? Den halten wir hier mit einer Hand in der Hand, halten es vor das Gesicht und mit der anderen Hand schweißen wir. Guck mal, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass mit dem Verdunklungsglas, guck mal, kann man das ein bisschen erkennen. Da kann man fast gar nicht durchgucken. Da sehen wir erst was durch, wenn wir anfangen zu schweißen, der Lichtbogen schon an ist. Die Gläser gibt es in verschiedenen Stärken, also mal einen Range von 9 bis 13. Und ich sage jetzt mal einfach mal, ich würde euch empfehlen, mit 11 und 12 schon mal anzufangen, nicht drunter zu gehen. Ihr habt noch recht jungfräuliche Augen, das soll eure Augen schützen. Und wenn ihr zu wenig sehen solltet, könnt ihr gerne mit einem weniger durchlässigen Glas, also je kleiner die Stufen sind, könnt ihr gerne das Glas tauschen und mit dem nächsten helleren Glas es probieren. So, dann haben wir noch die Variante eines Kopfschirms. Der Kopfschirm hat den Vorteil, ich habe beide Hände frei zum Arbeiten. Wenn ich den Kopfschirm jetzt runterlege, sehe ich jetzt erstmal nichts. Und sehe erst was, wenn ich schweiße, erst dann weiß ich, wo ich bin. Ist für manche recht gewohnt, kommen da recht gut zurecht, aber für die Leute, die das gerne wissen möchten, wo sie gerade sich befinden, gibt es einen Automatikhelm. Der Automatikhelm hat den Vorteil, dass der die Gläser erst verdunkelt, sobald ein Lichtbogen gezündet ist. Und wenn der Lichtbogen wieder aus ist, könnt ihr wieder ganz normal durchschauen. So, aber wir haben ja noch zwei Utensilien und zwar haben wir hier einmal Stulpen. Die Stulpen kann man hier ganz normal über den Spann legen, sodass hier der Bereich des Schuhs hier nicht noch ein Schweißspritzer reinfallen kann. Der ist richtig ungeil, sage ich jetzt mal. Der Schweißspritzer, der, wenn der auf die Sohle sich da einbrennt, der entzündet sozusagen die Sohle und das dauert unheimlich lange, bis das halt. Also dafür haben wir diese Stulpen. Da schützen wir eben halt unsere Knöchel mit. Das ist jetzt hier eine Lederschürze. Die Lederschürze schützt uns zum Beispiel auch beim Sitzen. Das heißt, wenn wir im Sitzen schweißen und die Schweißspritzer fallen dann so auf den Schoß, sodass die nicht in die Hose sich reinbrennen und dort eben halt so lange verweilen können, bis wir irgendwo mal durch sind. Und dafür ist die Lederschürze da. Die ist auch wesentlich widerstandsfähiger als unsere Feuer- oder schwer entflammbare Kleidung. Dann passiert uns nichts. Ich lege das jetzt hier mal beiseite. So, jetzt schweißen wir mit unserer Schutzausrüstung. Das heißt, wir haben einen Helm, wir haben die Handschuhe an, die Schuhe an und schwer entflammbare Kleidung. So, jetzt habt ihr schon mal gesehen, das raucht und schmaucht so ein bisschen vor sich hin. Und dafür haben wir hier eine Absauganlage. Die Absauganlage zum Beispiel hat die Aufgabe, diese Rauche, die da entstehen, wenn ich jetzt hier schmeiße, sofort abzusaugen, sodass wir die nicht einatmen. Ne? Aber jetzt passt auf, haltet jetzt nicht den Brenner zu sehr, beziehungsweise die Absauganlage zu sehr an unserem Schweißbrenner, sodass er auch das Schutzgas, was ihr benötigt zum Schweißen, sofort abgesaugt wird und dann habt ihr eben auch eine kaputte Schweißnaht. Also ein bisschen Abstand halten, 20, 25 cm reicht vollkommen aus und somit habt ihr mit der Absauganlage den Zweck erfüllt. Und damit sind wir auch schon fertig mit dem Thema Safety. In unserer Infobox unten haben wir noch eine Playlist verlinkt, wo ihr euch weitere Tutorials anschauen könnt. Ich hoffe,
Es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss aus dem Schweißer Campus.